Also wir können trotzdem klatschen. Tbilisi is one of the most energetic places, built on hot springs and always on the move. It has been changing its face dramatically, especially in the last 20 to 30 years. And that's why it's one of the most interesting places for me right now. And maybe also one of the best examples for a city within a global age of transition. So we decided to record and conserve this process in a book called Archive of Transition. With contributions of city planners, architects, artists and political players, this book sets out to record different dimensions and velocities of change within Tbilisi. We dive into the archives, for example, to discover incredible material that has never been published before. We made drone pictures of the energetic hubs of the city, and we collected the different narratives of change for the last 3 years in Tbilisi. Unique project because there has been no similar book yet published. The specific quality of this book is that the themes, subjects, topics discussed in it are somewhat overseen generally. When we designed the book, we integrated the feeling of the city with the overlapping structures and apparently chaotic elements in the layout. Ja, vielen Dank für deine netten Worte, Boris, und auch Horst für eure Einladung. Seit unserem letzten Treffen liegen, glaube ich, 15 Georgien-Aufenthalte hinter uns. Wir reisen seit dem Jahr 2013 nach Georgien. Drücke ich auf das richtige Knöpfchen? Weil es passiert nichts. Ist wieder die Fernbedienung. Ist es die richtige Fernbedienung? Nee, gut. Das hier? Und da muss ich wo drauf drücken? Ah, nicht, dass ich gebrieft worden wäre. Ja, wir reisen seit 2013, also seit gut 5 Jahren nach Georgien. Und was wir euch heute geben, ist ein Schulterblick in ein Buch, was gerade entsteht. Also in 2 Wochen ist unser Drucktermin, wird bei Nigli erscheinen. Und das ist tatsächlich so, dass die Layouts, die wir gestern Abend ins Buch gepackt haben, heute schon wieder anders aussehen. Es ist wirklich ein Schulterblick und mir ist auch wichtig, nochmal zu sagen, dass wir eine sehr große Gruppe sind, ein großes Kollektiv, ähnlich basisdemokratisch organisiert wie die Republik. Ihr seht hier unser Team, wir sind Gestalter, Architekten, Kuratoren, Künstlerinnen und Künstler, Fotografinnen und eben auch Journalisten, die wir da zusammengearbeitet haben. Unsere Idee war es, die konkretisierte sich so mit den Jahren, dass wir eigentlich ein Archiv des Wandels aufbauen wollen, das den soziokulturellen Wandel in Georgien erfasst. Und ich erinnere mich noch an unseren ersten Tag als Archivare. Wir kamen mitten in der Nacht an, das ist aus irgendeinem Grund, zu dem mir niemand erklären konnte, man kommt immer mitten in der Nacht in Tiflis an. Wir bezogen unser Archivbüro um 4 Uhr morgens, glaube ich, leeres, großes, wunderschönes Haus. Wir gingen da mit einem Teelicht durch und suchten nach dem Hauptschalter. Und ich weiß noch, dass Klaus und ich unheimlich Angst hatten, weil wir nicht genau wussten, ob sich ein Tiger in unserer Wohnung versteckt. Es ist nämlich so, dass in den Tagen vorher es starke Regenfälle gegeben hatte und der Kaukasus, die Hochebene sozusagen, das komplette Wasser in die Stadt Tiflis geschickt haben. Und dort lief ein kleiner Fluss über, neben dem tragischerweise genau der Zoo war. Der lief dann voll und die Tiere aus dem Zoo hüpften sozusagen oben über die Gatter rüber und streunten durch die Stadt mit uns als Archivaren zusammen. Falls ihr mir das nicht glaubt, hier ist mal ein Bild. Das ist das
Das ist das sehr beliebte Hippo. Das wurde neben so einer stark befahrenen vierspurigen Straße aufgegriffen. Es ist sehr schwer, in Georgien über eine Straße zu kommen. Ich weiß nicht, wie es das Nilpferd geschafft hat. Wölfe sind vor dem Kindergarten gesichtet worden. Ein Pinguin hat es an die Grenze nach Abchasien geschafft. Und ja, wir gingen eben sozusagen mit wilden Tieren durch die Stadt. Und ich weiß noch, dass ich am nächsten Morgen im Goethe-Institut anrief. Die hatten uns eben nach Tiflis geholt und gesagt, wir müssen jetzt 2 Wochen Feldarbeit machen. Können wir überhaupt rausgehen? Wie ist das? Und die haben gesagt, ja, ihr könnt rausgehen, aber bitte passt auf. Und ich weiß noch, dass eine Frage war, die ich die ganze Zeit im Kopf hatte, wie passt man eigentlich auf, dass man nicht von einem Tiger angefallen wird? Das habe ich nie so ganz beantworten können für mich. Ja, die Geschichte ist eigentlich relativ tragisch. Trotzdem hat sie mit uns oder unserem Projekt des Archivs eine engere konzeptionelle Verbindung. Denn Archive und Zoos sind sozusagen eigentlich Kinder der Kolonialzeit. Also der Zoo ist erfunden worden in der Zeit, als auch das moderne Archiv erfunden wurde, als die alte Welt die neue eroberte. Und ja, mit den Soldaten kamen quasi die Forscherinnen und Forscher oder die Möchtegern-Forscher und brachten eben exotische Dinge mit nach Hause, mit denen sie ihre Wunderkammern befüllten. Das ist mal so ein Beispiel für eine Wunderkammer. Die wurde dann mit irgendwelchen Absurditäten, unbekannten exotischen Lebensformen gefüllt. Ähnlich wie ein Zoo sozusagen. Ein Zoo ist ein Archiv, könnte man sagen, für lebendiges Inventar. Und was der kritische Aspekt daran ist, den man sich, glaube ich, bewusst machen muss, wenn man mit Archiven arbeitet, ist, dass Archive natürlich Machtinstrumente sind. Die Soldaten besetzen den Raum und die Wissenschaftler besetzen den Raum des Wissens. Und man muss sich natürlich auch klar machen, dass die Archive und auch die Geschichte eben von den Eroberern geschrieben worden ist und nicht von den Unterdrückten. Und das Beispiel des Zoos zeigt vielleicht eben sehr gut, dass das Archiv ja ein Machtinstrument ist, das Dinge festhält, die eigentlich frei sind, die eigentlich wild sind. Nun hatten wir es mit Geschichten einer Stadt zu tun, auch die waren wild. Und gerade in Georgien ist es eben sehr spannend, dass sich das Land in den letzten 10, 15 Jahren, seit der Rosenrevolution vor allem, sehr, sehr stark verändert hat, sehr, sehr schnell verändert hat. Und das sieht man vor allem an der Stadt Tbilisi oder Tiflis, der Hauptstadt Georgiens. Dort wird vor allem sehr, sehr viel gebaut und sehr, sehr viel Altes abgerissen, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass die beiden großen Organisationen, mit denen wir gearbeitet haben, Goethe und der Deutsche Volkshochschulverbund, die eigentlich sich um Kultur drehen, gesagt haben, wir müssen umstellen, wir müssen über Architektur etwas machen, weil hier so ein radikaler Wandel stattfindet, dass wir das festhalten müssen. Und unsere Idee war es, warum bauen wir nicht ganz bürokratisch ein Archiv dieses Wandels, indem er diese ganzen Dinge, diese ganzen Veränderungen und Prozesse festhält. Das hat Stefan Wackwitz gesagt, damalige Leiter des Goethe-Institutes, der uns eingeladen hat. Diese Stadt wacht eigentlich jeden Morgen mit einem neuen Gesicht auf. Ja, unsere Idee, das wird Klaus vielleicht noch kurz zeigen, war es eben ein transmediales Archiv aufzubauen. Im Jahr 2015 haben wir mit einer Website angefangen. Wir wollten den Wandel vor allem kartografieren. Das heißt, wir wollten eigentlich Orte des Wandels zeigen. Und was uns nicht bewusst war, ist, wie politisch dieses Ansinnen eigentlich war. Denn wenn man in einer Stadt, die sich so radikal und so schnell verändert wie Tiflis, über Orte spricht, dann ist das automatisch politisch. Orte sind eine politische Größe. Das sieht man zum Beispiel sehr gut, jeder, der nach in die Stadt fährt, wird das sofort sehen an den Bauten dieser Stadt, die meistens dann von Präsidenten in Auftrag gegeben werden, die sozusagen sich durch innovative Bauprojekte profilieren wollen. Und diese Bauprojekte heben sich meistens sehr profiliert auch vom Bild der Stadt ab. Das sieht man hier. Oder auch hier, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass der aktuelle Präsident die Bauten seines Amtsvorgängers meistens stilllegt. Also diese wunderschöne von Fuchsers, Studio Fuchsers gebaute City Hall, beziehungsweise das ist die Music Hall, ist nie in Betrieb genommen worden. Oder auch das ist sowas, da ist man so im Landeanflug an Tiflis, war mal irgendwie 10 Monate nicht in der Stadt und sieht auf einmal diesen Turm, das ist ein Hotel, und dann checkt man irgendwie so kurz sein Handy und sagt, nee, das ist kein Glitch, das steht tatsächlich da. Das sind Sachen, die uns immer wieder überraschen, wo wir, glaube ich, einfach als Besucher eigentlich nicht glauben können, wie schnell sich die Stadt verändert. Und auch unsere Freunde in Georgien, die Künstler sind und Kuratoren, sagen, dieser Wandel passiert so schnell, dass man da eigentlich zuschauen kann. Natürlich hat das auch eine politische Dimension für die Menschen, die in Tiflis leben. Das zeigt dieses Beispiel ganz gut. Das ist der Waake-Park, eine der größten Grünflächen innerstädtisch. Und der ist eben auch in den letzten Jahren radikal verändert worden. Das ist eine Grafik, die ich von einer NGO übernommen habe.
Der zeigt quasi diese Parkfläche und das Weiße, diese weißen Einsprengsel sind im Prinzip privatisierte Parzellen. Und jetzt kann man sehen über die Jahre, wie sich dieser Park eigentlich immer weiter reduziert und immer größere Flächen entstehen, die eigentlich als Bauland ausgeschrieben werden. Und da ist natürlich klar, das ist ein Park, gehört eigentlich der Stadt, der gehört den Bewohnern der Stadt. Den darf man nicht in etwas verwandeln, was man dann verkauft und bebaut. Ja, und im Prinzip hat sich in unserer Arbeit vor allem in den ersten Monaten gezeigt, dass es gar nicht so sehr darum geht, ein Archiv aufzubauen, sondern dass die Stadt Tiflis selber als Archiv funktioniert. Es ist eigentlich ein Archiv und das hat für uns ja wichtige Fragen gestellt. Nämlich zum Beispiel, wer sind denn eigentlich die Archivare? Also was ist denn Teil dieses Archives? Wer entscheidet denn zum Beispiel, welche Daten gelöscht werden auf der Stadtkarte und welche neuen erzeugt werden? Ein Beispiel für die gebaute Geschichte der Stadt ist dieses, wie ich finde, wunderschöne Bauwerk, das es nicht mehr gibt. In der Sowjetunion hat man ganz liebevoll von Andropomos Ohren gesprochen. Andropomov war der Leiter des KGBs und der hatte seine Ohren natürlich bis nach Tiflis ausgestreckt. Das hat man dann vor 10 Jahren, glaube ich, ungefähr niedergerissen. Heute gibt es Stimmen, die sagen, warum war doch eigentlich ein ganz schönes Bauwerk. Ein anderes Beispiel, was jeder von euch kennt, unter Umständen, der mal Tiflis googelt, ist das ehemalige Institut für Straßenbau und Verkehr. Klaus als Architekt sagt immer, Aufgabenstellung hervorragend gelöst. Ein Institut für Straßenbau kann man nicht besser präsentieren als so. Das gibt es noch und das ist so ein bisschen so zum architektonischen Wahrzeichen der Stadt geworden. Ganz akut stellt sich aber auch die Frage, Beispiel an der Altstadt, in der Nähe des Gudiaschwili-Platzes, wo die Häuser sehr baufällig sind, aber eben wunderschöne, ja fast schon ja, barocke Bauten sind, die man jetzt eben sichern muss. Und einige davon sind niedergerissen worden. Dann gab es auch da einen großen Protest und jetzt ist die NGO ICOMOS damit beauftragt, dieses Viertel zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zu revitalisieren. Ja, die Frage, wer tatsächlich die Macht hat, diese Daten zu verändern. In der Soziologie, ich bin Soziologe, gibt es die datensetzende Macht. Also wenn man eine Mauer baut, dann ist das eine Form von Gewalt. Und wenn man was niederreißt, wo viele Leute Erinnerungen mit verbinden, ist das auch eine Form von Macht. Und das stellt sich in Tiflis sehr virulent. Ein kleines Video, Bene, wenn du das kurz mal starten könntest. Das ist ein architektonisches Video von einem Entwurf, den der damalige Präsident Ivanishvili in Auftrag gegeben hat. Und das ist die Idee, ein Konferenzzentrum und Hotel zu bauen, das auf einem Berg steht und so eine Art neue Marke werden soll für Tiflis. Und das ist im Prinzip wirklich ein sehr, sehr großes Projekt, womit die schon angefangen haben. Und dass dafür ein halber Berg weggebaggert werden muss, kann diesen Oligarchen ebenso wenig bremsen wie die Tatsache, dass man einen gläsernen Fahrstuhl über die Altstadt führt. Das sind Projekte, die hochkontrovers diskutiert werden in Tbilisi. Und die zeigen, es hat sehr viel damit zu tun, wer hat eigentlich das Sagen. Ja, für uns hat sich die Frage gestellt, wie gehen wir mit diesen wilden Geschichten um, die wir da eigentlich in dieses Archiv aufnehmen wollten und welche Geschichten wollten wir überhaupt erzählen? Also sind wir auf die Suche gegangen und natürlich stellt sich auch gleich die Frage, wie wollen wir denn eigentlich erzählen? Was wird denn daraus sozusagen? Also Boris hat ja schon gesagt, dass wir schon sehr lange in Tiflis immer wieder nach Tiflis gefahren sind, 2013 begonnen. Aber 2015 kam eben dieser Gedanke des Archives dazu und der erste Gedanke war natürlich, wir orientieren uns auch erstmal typologisch sozusagen am Archiv. Das ist hier das Archiv der Wissenschaftlichen Bibliothek in Tiflis und natürlich wird in einem Archiv mit Karteikarten gearbeitet und für uns war sozusagen auch der Ansatz sinnvoll, Daten zu sammeln sozusagen, Geschichten zu sammeln und alle eine Karte für sich sozusagen, eine Karte nach der anderen zu sammeln. Deswegen war der erste Schritt einfach wirklich rauszugehen und alles zu fotografieren, mit Leuten zu sprechen, zu tracken, wir hatten Geo-Tracker und einfach so viel wie möglich Daten zu sammeln. Erster Schritt eben sammeln. Dann wollten wir haben diese Daten sortiert nach Themen, Geschichten daraus zusammengefasst und schließlich publiziert. Und dabei war uns wichtig, und das ist für mich immer noch so eines der wichtigsten Aspekte dieses Gesamtprojektes, dass wir diese Geschichten so
darstellen, ausliefern sozusagen, dass sich eigentlich wieder neue Geschichten ergeben. Dass der Leser, der Betrachter, der User eben selber entscheiden kann, wie er diese Geschichten durchwandern möchte. Und dadurch ergeben sich eben neue Geschichten, die dieses Archiv dann erzählt. Jetzt ganz kurz einen Blick mal auf die Webseite, die eben 2015 entstanden ist. Bene, jetzt wärst du nochmal dran. Genau, also der Ansatz, dass wir eben diese Sammlung haben, die wir eben nach vorn rausstellen, eigentlich die einzelnen kleinen Geschichten darstellt und dann zusammengefasste, längere Stories im Untergeschoss sozusagen, wo wir dann kuratiert auch einzelne Aspekte zusammenbringen. Das wäre der Ansatz der Webseite. Das war 2015 und all das passt eben zusammen mit unserem Aufenthalt 2013, wo wir ein Magazin gemacht haben. 2014 Plakat-Workshop, Plakate in der Stadt verteilt haben. 2016 in der Kooperation mit der HFBK in Hamburg einen Studentenaustausch machen konnten, wo wir Ausstellungen in Tiflis veranstaltet haben, in Fußgängerüberwegen, wo unsere Nachbarn etwas skeptisch waren, was da passiert, aber uns nachher dieses Kabel, was da rechts auf dem Bild zu sehen ist, auch geliehen haben, damit das funktioniert hat. Und auch in Hamburg Geschichten wieder anders erzählt, hier mit einer VR-Brille oder Alltagsgegenstände gesammelt. Und all das gehört eben zusammen. Man nennt das ja diese Story World, die sogenannte, die für uns eben ein Ganzes ist. Und daraus ist eben dieses Buch entstanden, mit neuen Aspekten, dieser Dummy zunächst, mit neuen Aspekten, aber eben auch ausgesuchten Geschichten. Und damit sind wir dann auf Verlagssuche gegangen und haben mit diesem Dummy Markus Sebastian Braun von Nigli überzeugen können, mit uns weiterzumachen. Ja, so sieht das Cover im Moment aus. Wir haben euch noch so ein paar Seiten vorbereitet, wo ihr mal reinschauen könnt in das Buch. Einfach die Geschichten, die dahinter stehen. Eine Sache, Fabian, hier unten, macht gerade Fotos, hat seine Drohne mitgehabt und wir sind an diese Orte gegangen, die eigentlich so die lebendigen Motoren der Stadt sind. Das sind die Märkte vor allem. Es gibt ein Viertel, das ist wie so eine Art riesengroßer, gewachsener Baumarkt, in dem man so eintaucht, wo man sofort die Orientierung verliert. Und was ich schön finde, ist, dass sobald man so ein bisschen hochfliegt mit so einer Drohne, sieht man eigentlich die Struktur und auch die, ja, wie wunderschön eigentlich diese Märkte von oben aussehen. Das ist eine Strecke, die wir im Buch haben. Eine andere Sache, die wieder mehr mit Baupolitik zu tun hat, als wir das erste Mal in Georgien waren, stand es noch im Raum und dann kaufte sich ein großer chinesischer Baukonzern, die, glaube ich, sich auf Holzwirtschaft spezialisiert haben, Hualing, mehr oder weniger ein komplettes Bauland und baute ein neues oder fing damit an, ein neues Stadtviertel zu bauen, ganz oben am See. Und die Georgier nennen das einfach nur Chinatown in vollem Pragmatismus. In Wirklichkeit heißt es aber, wie heißt es denn eigentlich? So einen ganz klangvollen Namen, Hualing Butterfly City oder so ähnlich. Und wir waren da während des Baus, haben da Fotos gemacht und auch eine Geschichte gemacht. Und das sind jetzt gerade keine aktuellen Bilder, weil unser Freund Dexter Soselia fährt heute Abend oder nächsten Tagen nochmal hin und macht nochmal aktuelle Bilder von dort. Einfach um auch zu zeigen, wie sich im Prinzip innerhalb dieser 3 Jahre ein Ort komplett verändert. Ja, eine Sache, die vielleicht weiß der andere oder die andere, dass es in Georgien eine andere Schrift gibt. Die georgische Schrift sieht eben so aus und ist sehr spannend. Erstmal, wenn man das erste Mal hinkommt. Wir haben 2015 auch selber eine Display-Schrift gemacht für die Webseite und hatten einen Dummy von Veronika Burian von Type Together zur Verfügung gestellt bekommen. Aber als wir das Buch dann gemacht haben, hat sich herausgestellt, dass unsere georgischen Partner gar kein Georgisch im Buch haben wollten. Also das war
Für uns auch eine neue Erfahrung, wie eigentlich alle Teilnehmer hier aus Deutschland, oder wir haben auch jemanden aus Amerika, wir wollten eigentlich natürlich alle georgische Schriftzeichen und auch Sprache im Buch haben, aber für die georgischen Partner war das ausgeschlossen, weil sie im Prinzip ihr Problem oder das, worüber wir dann sprechen, als globales Thema angesehen haben. Und deswegen nur als Randnotiz, warum es in einem Buch über Georgien nicht ein georgisches Schriftzeichen gibt. Siehst du das? Ach so, genau. Ein weiterer Bestandteil, also wir hatten ja diese vielen einzelnen Karten und diesen Stöbergedanken, den wollten wir auch ins Buch übernehmen. Und haben eben so Archivseiten eingesetzt, die zwischendurch einfach beim Blättern durch das Buch einem begegnen. Und diese Bilder, die wir da jetzt zeigen, in dem Fall haben wir wirklich in Privatarchiven gefunden oder in dem Fall jetzt im Nationalarchiv und haben wirklich 3 Jahre gebraucht, um dann einen Termin zu bekommen im Nationalarchiv und durften in die Karteikästen gehen und haben diese Karten gefunden, wo einfach ja, wirklich unveröffentlichtes Material zu finden war. Und dieses kleine Zeichen da oben rechts in der Ecke heißt, dass es eben Farbbilder waren noch. Und ja, da waren wir sehr glücklich, dass wir das irgendwann gefunden haben. Und wo auch solche Bilder dabei waren, wo ich sehr schön finde, wie eben dass die Kleidung auf die Fassade im Hintergrund abgestimmt ist. Wenn Architekten über Fashion reden, das ist immer schön. Wir haben eben verschiedene Privatarchive kuratiert. Ein weiteres ist dieses wunderschöne Modearchiv aus den 90ern, wo es ein Fashion Festival gab, was mehrmals stattfand in Tbilisi. Und wir sind mit dem Veranstalter dieses Festivals in Kontakt gewesen, der uns diese tollen Bilder gezeigt hat. Vielleicht ein kleiner Link zu gestern, auch mal zu sehen, wie die Mode eben in den 80ern präsentiert worden ist und in den 90ern. Ein anderes Beispiel, was wieder sehr viel mehr mit der gebauten Geschichte zu tun hat, ist der Republic Square, wo diese wunderschönen Ohren standen, die ich euch gerade gezeigt habe. Da sind wir mit der Enkelin des Architekten Ota Karandavishvili, Karandavishvili, das sind schwierige Namen, Boris, im Kontakt. Und der hat uns sozusagen, oder sie hat uns quasi Zugang gegeben zu dem Archiv dieses Ortes, wie der geplant war. Da sieht man das Iveria Hotel, was heute nicht mehr steht. Man sieht aber auch die Skizzen hier links zum Beispiel für diese Betonbögen, die da gebaut worden waren. Und man kann so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie dieser Platz eigentlich geplant war. Das Buch ist noch nicht ganz fertig. Wir sind noch dran am Arbeiten und wir sind auch noch dabei zu fundraisen. Also ihr könnt es, wenn ihr möchtet, jetzt sozusagen sofort kaufen. Wir haben einen Presale auf Kickstarter. Könnt ihr bei Kickstarter suchen oder einfach frohmagazin.de/funding eingeben, beziehungsweise funding.frohmagazin.de. Und dann kommt ihr auf unsere Kickstarter-Seite und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unser Projekt unterstützt. Ein bisschen Geld fehlt noch. Es sind keine 750.000, sondern ein bisschen weniger. Und wir haben jetzt, glaube ich, noch 20 Tage Zeit und ihr würdet mich zu einem sehr glücklichen Menschen machen, wenn wir heute vielleicht noch ein paar Bücher mehr hätten. Wir haben dort auch im Übrigen ganz besondere Special-Pakete zusammengeschnürt, zum Beispiel eine limitierte Edition mit einem siebgedruckten Schuber, also wenn ihr noch nicht wisst, was ihr Horst Moser zum Geburtstag schenken wollt, also das wäre was, wo er sich vielleicht drüber freut. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt sozusagen dran. In 2 Wochen, 3 Wochen gehen wir in den Druck und ich denke mal so in ungefähr einem Monat hört ihr dann von uns. Vielen Dank. Es gibt 3 Fragen aus dem Publikum. Wie geht es nach dem Buch weiter? Ja. Du hast gerade schon gesagt, Schlussstrich. Also tatsächlich ist ein Problem, was ich mit dem Projekt habe, dass es sich wirklich ein bisschen anfühlt wie ein Schlussstrich. Wir haben immer gesagt, wir wollen keinen Schlussstrich ziehen, wir wollen, dass das Archiv lebendig bleibt. Und man sagt unter Archivaren auch, Archive sind so lange lebendig, wie die Archivaren leben. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass es sich für uns gerade, also vor allem der deutsche Teil der Archivgang, so anfühlt, als ob darunter ein Schlussstrich gezogen wird, was mich unglaublich traurig machen würde, weil ich natürlich, wie ihr wisst und Klaus genauso, in dieses Land total verliebt bin.
Aber es ist tatsächlich so, dass wir erstmal dieses Buch machen und im Moment noch nicht wissen, wie es danach weitergeht. Eine Sache gibt es ja noch. Also Georgien, das haben wir nicht erwähnt, Georgien ist dieses Jahr im Gastland in Frankfurt auf der Buchmesse, was ein großes Thema ist für das Land und ein eigenes Book Art Center oder ein Book Center gegründet wurde. Und mit dem Book Center sind wir sozusagen in Gesprächen, dass wir auf der Buchmesse eine Installation machen können. Das wäre sozusagen dann ein unmittelbarer nächster Schritt, wo man eben mit VR und AR so Tiflis nach Frankfurt bringen kann, sozusagen. Das wäre so ein unmittelbarer nächster Schritt. Und danach muss man dann tatsächlich schauen. Die zweite Frage, wie haltet ihr die Daten aktuell? Also wie wird weitergearbeitet an den, also im Archiv gewissermaßen? Also wir haben ein hochkomplexes Datenmanagementsystem. Nee, wir arbeiten einfach mit der Dropbox und achten, das Einzige, wo wir wirklich darauf achten müssen, was zwischendurch einmal passiert ist, dass auch keiner irgendwie aus Versehen an den Löschen-Button kommt. Da hat sich einiges angesammelt, aber wir haben mittlerweile einfach so viele Kopien davon gemacht, dass wir da dass nichts mehr passiert. Aber man muss schon noch sagen, wir sind uns bewusst, dass das ein Snapshot von einem Zustand ist, der sich sehr bald wieder ändern wird, und wir können dieses Thema nicht die ganze Zeit in dieser Intensität weiter dokumentieren. Es sind eben 3 Jahre, die mögen exemplarisch sein in mancher Hinsicht, in mancher anderen Hinsicht nicht, aber diesen Snapshot zeigen wir und ja, genau. Die dritte Frage, also wie gesagt, das sind Mails an Boris. Was ist aus dem Tiger geworden? Das ist eine sehr traurige Geschichte. Ich habe es ja ein bisschen lustiger erzählt, aber diese Geschichte mit dem Zoo ist eigentlich unglaublich traurig, weil diese ganzen Tiere, soweit ich weiß, das nicht überlebt haben. Entweder mussten sie erschossen werden oder sie sind irgendwie ertrunken. Also es ist eine fürchterliche Geschichte. Das hat auch tatsächlich, als wir da waren, zu einem gewissen Protest gesorgt, weil dieser Platz für den Zoo, dass der nicht optimal ist, dass dieser Fluss überläuft, ist wohl auch bekannt. Das ist schon mal in den 60ern passiert und es gab die Überlegung, dass man den Zoo dann verlegt. Meines Wissens ist das nicht passiert. Also für die Tiere war das nicht so gut. Und ich habe auch noch eine Frage. Bei euren ersten Reisen habt ihr ja Zeitschriften gemacht mit Amateuren gewissermaßen, also mit Studenten. Das spielt jetzt in dem Buch keine Rolle. Oder sind da Ergebnisse mit eingeflossen? Also wie finden die Vorstufen der Zeitschriftengestaltung und des Zeitschriftenmachens in dem Buch statt? Oder finden sie nicht statt? Also für uns ist wichtig, dass das Buch zwar ein abgeschlossenes Objekt ist, aber Teil von dem transmedialen Ganzen ist. Und da spielen sozusagen das, was wir auch mit Studenten von der HFBK gemacht haben und vom CCA in Tiflis eine sehr viel größere Rolle. Im Buch haben wir, glaube ich, einen Fotografen, der aus unserer Studentenzeit mit dabei ist. Und natürlich sind die Netzwerke in dem Moment entstanden, aber wir haben keine Studentenarbeiten aus den alten Veröffentlichungen mit übernommen. Wir wollten auch tatsächlich neue Dinge bringen. Wir wollten quasi an das rangehen, was wir noch nicht hatten. Wir haben sehr viele Stadtplanerinnen und Stadtplaner, Essayisten, Künstlerinnen, die sozusagen aus verschiedenen Blickwinkeln auf diesen Wandel schauen, im Buch drin. Okay, also das kann man nicht kaufen. Das ist jetzt nur Dummy und man muss es bestellen. Das ist der Dummy und das echte Buch sieht eigentlich ganz ähnlich aus. Das Cover wird sich nochmal ändern und wir haben diesen Presale, der uns direkt zugutekommt und uns im Moment halt eben hilft, diese letzte Finanzierungslücke zu schließen. Und danach ist das ganz normal bei Nikli im Shop und auch jetzt ist es bei Nikli im Shop für 35 Euro. Geschenkt, gewissermaßen. Ja, genau. Ja, besten Dank. Danke auch. Danke.